Das Internet, YouTube, ist voll von Videos, in denen irgendwelche Typen versuchen, dieses Zeug hier zu essen, ohne sich dabei zu übergeben. Surströmming aus Schweden, vergorener Hering. Und das ist wirklich eklig. Aber vor allem ist Surströmming ein Beispiel dafür, was wir aus unserem Meer, aus unserer Ostsee gemacht haben. Eine Kloake. Man kann klar sehen, die Dose ist oben und unten gewölbt, weil da drauf ein unglaublicher Druck ist. Der Hering vergammelt nämlich in der Dose weiter. Da ist so viel Druck drauf, das ganze Ding platzt förmlich, wenn man es aufmacht. Also man darf das auch nicht mit an Bord eines Flugzeuges nehmen. Explosionsgefahr. Aber schlimmer ist der Gestank. Wenn man diese Dose öffnet, dann teilt sich die Menschheit in drei Gruppen. Der ersten wird einfach nur unglaublich schlecht. Die zweite übergibt sich sofort und die dritte Gruppe findet das Zeug lecker. Mal sehen, zu welcher ich gehöre. Echt eklig. Aber viel schlimmer, das Zeug ist mittlerweile auch noch giftig. Die Ostsee, das Binnenmeer Europas, ist das jüngste Meer der Welt. Und sie ist ein sehr kleines Meer. Mit einer noch kleineren Versorgung mit frischem Wasser. Der einzige Zufluss ist die Nordsee. Und nur, wenn der Wind entsprechend steht, strömt auch wirklich frisches Salzwasser ein. Der Austausch ist sehr langsam. Dadurch bleibt jede Verschmutzung, die über Flüsse und Abwässer in das Meer gelangt, auch sehr lange dort. Jahrelang wurden Umweltgifte wie Dioxin in die Ostsee eingetragen und gelangten in die Nahrungskette. Ausgerechnet der Hering, der für den Surströmming benutzt wird, reichert besonders viele Schadstoffe an. Denn er wächst total langsam. Das liegt am Salzgefälle der Ostsee. Im Norden bringen Flüsse viel Süßwasser und machen dem salzliebenden Hering das Leben schwer. Er wächst dann 10-mal langsamer als normal. Und dadurch lagert er dann auch mehr Giftstoffe ein. Und deshalb ist Surströmming eine Gesundheitsgefahr. Schadstoffe sind aber nicht alles. Weltweit landen sekündlich ungefähr 700 Kilogramm Plastik im Meer. Jetzt könnte man ja denken, Plastikmüll im Meer, das ist ein Problem irgendwo draußen auf dem Ozean oder in Asien, ist sowieso alles ganz schlimmer. Nee, nee. Auch bei mir hier zum Beispiel, zu Hause an der Schlei in Schleswig-Holstein. Hier, heute Morgen, das hat unser Dorffischer mir gerade in die Hand gedrückt. Das ist das, was er so in einer Nacht alles so im Netz findet. Ganze Thermoskannen, jede Menge Plastikmüll. Das findet der Fischer jede Nacht, so ein Zeug. Aber dann gibt es hier noch ein weiteres Problem, denn an der Schlei ist ein Malheur passiert. Die Schlei ist ein Meeresarm der Ostsee und er ist verdreckt. Aus einem Klärwerk sind hier aus Versehen geschredderte Plastikteile in die Schlei gekommen. Und zwar jede Menge, hunderte Kilo. Keiner weiß ganz genau, wie viele es wirklich sind. Und jetzt das Problem. Wie kriegt man dieses klein gefitzelte Plastik wieder aus dem Wasser raus? Man hat hier in Schleswig extra dieses Schiff gebaut. Da macht man vorne so ein Fangmaul auf und versucht dann, die Plastikteile, die auf dem Wasser treiben, hier in diese Filter reinzuleiten. Der kleine Katamaran ist im Grunde nichts anderes als ein schwimmendes Sieb. Das hier ist die Menge, die man mit diesem Boot zurzeit an einem Tag einfängt. Das sind natürlich Federn, Stöckchen und sowas drin, aber eben auch das, worum es geht. Kleine geschredderte Plastikteile. In einer Arbeitsschicht kriegt man davon bloß ein paar Gramm aus der großen Schlei. Ist ja auch kein Wunder. Das Fangmaul ist 6 Meter breit und die Schlei hat über 50 Quadratkilometer Fläche. Und dann muss man ja auch noch aufpassen, dass man nicht nebenbei auch noch Fische fängt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, damit das mehr nutzt als schade. Und wenn man sich diese Probleme mal alle klar macht, die es allein auf der kleinen Schlei gibt, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Idee, mit solchen mechanischen Mitteln unsere Ozeane der Welt von Plastik zu befreien, ziemlich illusorisch ist. Ein Kampf David gegen Goliath. Nur diesmal gewinnt wohl Goliath.
Neben Giftstoffen und Plastikmüll wäre da dann aber noch das Schlimmste, was wir so in die Ostsee kippen. Dünger. Vor allem Gülle. Dünger aus einem weiten Gebiet gelangt über die vielen Flüsse in die Ostsee. Er bringt Nährstoffe und sorgt so für ein extremes Algenwachstum. Riesige Algenteppiche entstehen. Die Blaualgen sterben ab, sinken zu Boden und werden von Bakterien verdaut, die den Sauerstoff am Meeresboden verbrauchen. Und zwar den ganzen Sauerstoff. Sauerstoffmangel gibt es in der Ostsee von Natur aus. Diese Todeszonen vergrößern sich aber durch den Nährstoffeintrag. Forscher können das mit Hilfe von Bohrkernen nachweisen. Christoph Humborg von der Uni Stockholm untersucht die Ostsee schon seit Jahren. Christoph, da fällt mir ja sofort auf, aus dem tiefen Wasser total schwarz und hier aus dem Flachwasser hellgrau. Was bedeutet das? Also dieser Kern ist jetzt also ungefähr 120 Meter aus der sogenannten Todeszone. Hier ist kein Sauerstoff mehr, hier ist kein höheres Leben mehr möglich. Diesen Kern hier, der ist aus 20 Meter Tiefe, hier ist die Situation noch in Ordnung. Das lebt, das ist tot aus so dem kann man sagen. Todeszone? Hier leben nur noch Bakterien. Oh, ich muss ja auch noch mal sagen, das riecht wie der Tod. Ne? Es riecht wie faule Eier und okay. Schwefelwasserstoff. Das muss wieder weg. Ja. Jährlich gelangen etwa 30.000 Tonnen Phosphor und 1 Million Tonnen Stickstoff in die Ostsee. Und die große Frage lautet natürlich, wie kriegt man dieses Zeug da bloß wieder raus? Jetzt gibt es eine ziemlich verrückte Idee. Die hier sollen den Job übernehmen. Miesmuscheln. So eine kleine Miesmuschel, eine einzige davon, filtriert pro Stunde 2 bis 3 Liter Wasser. Während sie das tut, entzieht sie dem Wasser Nährstoffe. Also genau das Zeug, von dem wir Menschen viel zu viel einbringen. Die Idee ist jetzt, auf Muschelfarm ganz, ganz viele neue Miesmuscheln zu züchten. Die könnten dann dabei helfen, die Überdüngung zu reduzieren. Und mit so einer Ernteplattform kann man die Muscheln dann nachher rausholen, verarbeiten und dann zum Beispiel als Dünger wieder auf die Felder ausbringen. Es entsteht ein geschlossener Kreislauf. Coole Idee. Aber damit das funktioniert und auch wirklich was bringt, muss man natürlich sehr, 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 sehr viele Muscheln züchten. Ein ziemlich ambitionierter Versuch. Meeresschutz ist ja immer so ein bisschen abstrakt. Er betrifft die wenigsten von uns direkt, weil nun mal die wenigsten Menschen direkt am Meer leben. Ich aber schon. Das ist mein Zuhause. Und deshalb bin ich davon auch direkt betroffen. Das verändert die Perspektive. Ich habe mich noch nie so krass darüber geärgert, wie blöd wir Menschen manchmal sind. So einen riesigen Naturraum einfach kaputt zu machen und dann mit riesigem Aufwand nachher versuchen, das Ding irgendwie wieder hinzubekommen. Mann, das können wir doch besser, oder?